John, die Team-EM steht bevor. Österreich wurde in eine starke Gruppe gelost mit England, Polen, Spanien und Litauen. Was sagst du zur Auslosung? Ja, es ist natürlich eine sehr schwierige Auslosung. Ich sehe es so, dass Litauen ist eine Mannschaft, mit der wir auf einen Sieg jedenfalls hoffen könnten und eigentlich auch schaffen sollten. Das muss jedenfalls unser Ziel sein. Gegen die anderen Mannschaften wird es sehr, sehr schwierig. Also Spanien, da haben wir eine Chance da, das kann schon eine ausgeglichene Angelegenheit werden. Aber gegen die Polen und gegen die Engländer sind wir ganz klar Underdogs. Da wird es schwierig, aber das wird sehr gute Erfahrung sein für die Spieler. Wie viele Spieler nimmst du mit und wie sieht die Vorbereitung aus zu der Team-EM? Ja, wir nehmen eigentlich fast die volle Mannschaft, also Nationalmannschaftskader von den Herren her, nehmen wir mit. Das sind 7 Herren und das, glaube ich, werden wir auch brauchen, dass wir sicher sind, dass wir immer mit stärkster Mannschaft spielen können. Wir haben ein paar Verletzungen gehabt hier mit Daniel Krasnick und Peter Zaumann, der auch nicht ganz wieder fit ist bis jetzt, aber das hoffen wir, dass wir bis dahin hinbekommen, aber wir haben 4 Spiele und wir müssen dafür sorgen, dass wir immer frische Leute da reinstecken können. Und deshalb haben wir eine Truppe von 7. Vielen Dank, John.